Heidi ho, meine Amigos, und Heidi ho, Nils Asshauer. Jo, der ist das. Also willkommen zurück hier auf dem Cloud-Server. Und jo, ich schieß immer, wenn ich mich umdrehe. Hier ist das Ding und hier ist das andere Ding. Also das Wochenende war ja richtig krass. Das haben wir aus der Höhle da hinten, aus der Gifthöhle. Und das haben wir aus Karno Island, Alpha Insel. Es gibt viele Namen für den Ort, aber war richtig geil und es hat es so Bock gemacht. Es hat einfach so Bock gemacht. Ich erzähle euch heute mal ein bisschen drüber, was da so genau abgegangen ist. Denn es, ja, mit Tonaufnehmen ist ja bei mir immer so eine Sache, ne? Das muss ich erst gebacken bekommen. Denn dann wäre das noch viel geiler gewesen, weil wir haben einfach übelst gelacht bei der ganzen Aktion. Es war einfach so hardcore. Es waren nur noch diese Mega Neuras überall. Es war einfach überall. Und wir kamen eigentlich vom Lachen gar nicht mehr weg. Es war so heftig. Da braucht man nur ein Stück reingehen. Dann sind schon so 20 Stück oder was. Hängen da so rechts oben an der Decke. Und man denkt so, ja. Passt, ne? Aber dann, ne? Dann gehen die auf einmal auf einen los. Wie die Bekloppten. Und, boah, Wahnsinn. Also, das ist richtig krass. Ja, was mache ich heute? Ich gehe heute einfach eine Runde spazieren. Wobei mir jetzt gerade einfällt, dass gestern Abend... oder besser gestern Nacht Destroy, weil Dinos gemacht wurde. Das bedeutet ja, dass wir wieder Gegner haben. Und zwar relativ viele. Alles neu. Aber ja. Ja. Könnte ganz spannend werden. Ich weiß es noch nicht. Wir werden es erleben. Auf jeden Fall. Ja, was ist so abgegangen? Wir haben so besprochen, ja, wir könnten eigentlich auch ein paar von den Dingseln da holen. Aus den Höhlen wollten wir ja schon lange machen. Und ja, dann passt, Wochenende machen wir. Hatten wir jetzt echt schon lange geplant. Aber dass das so ausartet, mit denen haben wir nicht gerechnet. Ja, Zement haben wir natürlich massig bekommen. Ne? Also der Frosch war, ich glaube, dreimal gesamt überladen. Nur mit Zement. Also da können die Bibers einpacken. Da haben die Bibers mal keine Chance. Aber es ist echt krass. Es ist wirklich, wirklich krass. Es nimmt auch kein Ende. Du gehst da rein und es kommen Viecher ohne Ende und das ist so krass. Aber ja, es war generell ein Hammer-Wochenende. Ne? Also von den Aufnahmen her ganz, ganz gut eigentlich. Was geht hier alles ab? Der ist schön, ne? Wenn es so ins Gewehr blendet, dass man nicht mal was sieht. Aber kann man machen. Ich sehe mal einfach gar nichts. Wir gehen mal ein bisschen in Schatten. Wäre vielleicht ganz sinnvoll. Ey, ein bisschen Oviraptor. Und ich wollte schon draufhalten. Ja, die andere Höhle war aber auch ganz geil. War zwar... Wow, lag. War zwar ein bisschen anders... Was bist denn du jetzt? Ein kleiner Wadelbeißer ist das. Der Typ beißt dir einfach ins Wad. In die Wade. Kann der mal laden? Was macht denn der so lange? Was will denn der von mir? Schaut mal, der macht fast keinen Schaden, ne? Ich schon. Nice. Schaut, wie es ein Heller ist. Breakdance-Vogel. Ja. Und ich habe ja schon langsam Angst, dass unser Stefan, unser Tribe-Mitglied, langsam zum Fisch wird. Ne? Also der Typ ist ja nur noch... Hier ist ein Raptor. Der Typ ist ja nur noch unter Wasser unterwegs. Und gibt sich's voll, ne? Also... Er ist... Oh, okay, mit den drei Alos lege ich mich nicht an. Sicher nicht. Der ist nur noch unter Wasser unterwegs. Ihr habt es eh beim Clouds in der Folge auch gesehen. Auf einmal parkt wieder ein Tier von uns irgendwo. Das wird er halt vergessen, ne? Und ja, er sammelt da die ganzen Loot ein und eigentlich ganz schön, ne?
Die so rumsausend. Das kann schon was. Voll. Das war kein Headshot. Das war ein Ass-Shot. Okay. Ja, der ist nur noch da unten unterwegs, sammelt alles zusammen und somit bekommen wir die besten Blueprints. Für Hammerwaffen und so weiter. Ihr habt ja gesehen, das Ding geht ab. Das ist ja geil. Ah, das sind schon wieder Alos. Nee, 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 meine Freunde. Euch mag ich nicht. Wir gehen. Kommen wir außen rum nach unten? Ja, da unten ist das Sumpf. Ja, lieber Sumpf. Nee, bevor ich jetzt mir die Alos gebe, gebe ich mir lieber einen Sumpf. Das könnt ihr wissen. Lieber ein paar Karnos. Geht denn ab da unten? Ja, es ist wieder gefährlich geworden. Was bist du? Ein Säbelzahntiger oder sowas. Wo bin ich? Ja, hier geht's schon zu. Ja, und auch die Aufnahme von Minecraft hat ziemlich Gas gegeben. Wir haben das 6 Stunden aufgenommen. Und draus ist so ein echt kurzes Video entstanden. Aber ja, macht einfach Spaß. Da oben ist noch ein Rex. Ja, wenn man mal alle Dinos killt, dann ist es schon geil. Dann ist auch wieder ein bisschen Nervenkitzel dabei. Wenn man das durch den Wald spaziert, das ist dann ganz was anderes, als wie wenn man einfach so standardmäßig, wie es immer war, geht man durch den Wald und was kann groß kommen, ne? Da kommt schon nichts. Was auch. Ist ja alles eigentlich schon tot. Gibt nur noch Petris. Aber gut. Ja, was will ich heute eigentlich? Ich will eigentlich nur rumlaufen und mal schauen, was so abgeht. Was war das? Wo denn? Ach, schon wieder so einer. Was bist denn du überhaupt für einer? Ist das so ein... jetzt warte mal. Was habt ihr mir gelernt? Schlag einfach mit der Waffe drauf. Das machen wir. Ich bekomme echt immer gute Tipps von euch. Auch zum Beispiel gestern war es, also für euch gestern, von Ballerbabe, die hat mir noch einen Tipp gegeben wegen Färben der Base. Und zwar den Eingangsbereich von der Mittelbase, der jetzt komplett rot ist, wird in Zukunft schwarzrot. Also anthrazitrot. Weil sie sagte, das sieht sicher besser aus und stimmt, sieht sicher besser aus. Aber die Idee muss man eben haben, ne? Und manchmal gehen einfach... Alter, was ist denn heute? Kommt dieser so ein... Oh. Wobei, dem müsste es eigentlich sein, oder? Was hat... Kannst du einfach mal stehen bleiben? Ich will dich ja nur töten. Ach, und dann schießt er auf Seiten, ne? Oh, der hat mir die Panzerung. Der schrottet mir alles, ne? Ja, das wird noch spannend mit den Typen. Überhaupt, wenn man nicht trifft. Jetzt mal, wenn man schießt, haut er ab. Ja, so, jetzt laufe ich weg. Habe ich eine Chance, gegen Karno wegzulaufen? Ich bezweifle das mal. Überhaupt, wenn man so langsam ist, ne? Oh, jetzt hat er mich runtergestoßen. Ja. Ich war nackt. Und war ihm nicht gewachsen. Shit happens. Kann passieren, wenn man so nackt und allein unterwegs ist. Ja, und wie er reinfrisst. Wie er reinfrisst. Wie ein Bekloppter. Kann passieren. Ist nicht so das Problem. Ich hatte jetzt nicht wirklich die beste Ausrüstung. Aber... Shit happens. Hier kommt ein Drop. Das ist schön. Den gehen wir jetzt noch gleich looten. Ja, ist mal ein bisschen eine komische Folge, ne? Wir bauen heute nichts. Wir machen nichts extra. Wir laufen nur blöd rum. Aber... Oh, und es leckt. Es leckt einfach nur. Wir nehmen uns dem Marcel. Hi, Marcel. Den Marcel Davis haben wir jetzt schon lange. Und er ist super. Und was... Oh, mitringen. Und was so... gar nicht cool ist, was ich jetzt so mitbekommen habe, der Patch, was jetzt dann kommt. Stefan!
Er hat mir die Pike genommen. Die Blueprint für die Pike. Das hätte mal, wie es mir geht. Ja, was wollte ich eigentlich sagen? Der Patch, der jetzt dann kommt, also der, was jetzt auf PC rauskommt, der hat einen gravierenden Nachteil. Und zwar die ganzen Flugvögel und Flugdinos, also soweit ich jetzt weiß. Ich habe es selbst noch nicht probiert, aber soweit ich es weiß, kann man die nicht mehr auf Geschwindigkeit trimmen. Das heißt, wenn ihr euren Argadavis auf 200 oder so habt, ja, das interessiert keinen mehr. Der ist dann wieder auf 100 und ihr habt die Punkte wieder neu zur Verfügung und vergeben. Aber ihr könnt ihn dann auch nicht mehr weiter wie 100 drauf trimmen. Was absolut nicht cool ist, weil eine gewisse Geschwindigkeit war doch... bin ich auf dem falschen Vogel? Hä? Habe ich mir den falschen Vogel genommen? Nicht möglich. Ja, auf jeden Fall. Ich fliege nochmal zurück. Ja, auf jeden Fall kann man das anscheinend nicht mehr raufboosten, raufleveln. Bin gespannt, ob es wirklich dann so ist. Oh, es leckt, es leckt, es leckt. Ja, wo ist er jetzt? Ja, das ist ja gar nicht meiner, ne? Aber sie sehen schon ähnlich aus, ne? Sorry. Kann man mal machen, ne? Ja, wenn er sich einfach meinen Drop schnappt, ne, dann schnapp ich mir seinen Vogel. Passt doch. Ja, und das, wenn das wirklich so kommt und das so auf PlayStation übernommen wird, dann ist das richtig kacke. Weil langsam zu fliegen ist echt nicht gut, nicht gut. Das ist, gut ist das Zwischenwort zwischen cool und gut. Merkt euch das. Trendsetter ist so, gut. Also, wenn das so kommt, ist das nicht gut, denn... es geht ja beim Vogel drum, dass man schnell von A nach B kommt, oder? Ich meine, klar, mit Quetz, das ganze Metallfarmen und bla bla blub, ist logisch, aber gerade jetzt mit dem Petri oder auch größtenteils mit dem Argentavis ist die Hauptsache eigentlich, dass man schnell von A nach B kommt. Wenn sie das jetzt rauspatchen, naja, finde ich dann nicht unbedingt so lecker. Aber was will man machen? War das unser Freund? Eher nicht, oder? Nö, glaube ich nicht. Ja, wir fliegen einfach mal ein Stück. Und ja, der Uwe hat mir geschrieben. In den Vogel. Ah, danke. Ich habe die Pike doch. Jetzt bin ich wieder aus dem Konzept. Der Uwe hat mir geschrieben, für die Stämme, die keinen Aufnehmer, also YouTuber, dabei haben, wir könnten doch mal die anderen Stämme so besuchen und darüber noch ein kleines Video machen. Was die so aufgebaut haben, wie es bei denen so aussieht, finde ich eigentlich ganz geil. Finde ich echt eine tolle Idee und die Bude vom, also das Gelände, da wo der Uwe dabei ist, das ist ja schon mal riesengroß. Ne? Also da könnten wir durchaus mal eine Aufnahme starten und wäre auch sicher einiges zu begutachten. Ja, für Tribe War. Ja, ich meine, was willst du da jetzt groß irgendwie spoilern oder so? Ich meine, man weiß doch, dass jeder irgendwo Geschosse hat und BCSX-Pflanzen und so weiter. Das ist doch echt keine Überraschung mehr, oder? Was bin du für ein Riesen? Achso, normaler Großer. Also das... Also ich glaube, die Aufnahmen würden ganz geil werden. Weil wir würden einfach mal was anderes sehen. Das können wir machen. Können wir schon mal sogar die nächsten Tage machen. Ich muss nur noch schauen, dass ich das mit der blöden BS-Party endlich gewaffelt bekomme, dass ich auch die Stimmen der Kollegen mit aufnehmen kann. Ich dachte, dass sobald man zu irgendeiner Base näher rankommt, was da abgeht, es ruckelt wie die Sau. Wirklich wahr? Schau, schau, schau. Voll am Spoilern. Ich mache heute schon eine Base-Präsentation und zwar hier beim Cloud, bei den Wildlingen. Und sie laufen, sie haben den vollen Stress, ne? Nee, war nur Spaß.
Was mich so fasziniert, die Videos von Cloud, der Amok-Zwiebel, ne? Also der Amok-Zwiebel, er ist Al-Quickri. Also ich glaube, er hat Al-Quickri geschrieben. Den Typen kann man einfach alles fragen über Alk, egal was es ist. Und er kann dir die Antwort geben. Also der Typ ist wirklich ein Hammer. Und er hat auch wirklich eine angenehme Stimme, muss ich sagen. Wenn der so beim Blubbern ist mit Cloud, finde ich echt nice. Und überhaupt eben das Fachwissen. Das Fachwissen ist das, was mich so extrem fasziniert. Und was mir auch gut gefällt, wenn er jemand spricht und weiß, von was er spricht. Und nicht nur so, ich quatsch mal was, das was gequatscht ist, sondern so richtig mit Sinn. Finde ich cool. Also finde ich echt mal eine gute Sache. Ah, kurz mal ausrasten. Und der Marcel Davis hat geschissen. Okay, er ist wieder voll. Wir fliegen jetzt einfach da hinten eine Runde rüber. Lang geht's eh nicht mehr. Lang geht's eh nicht mehr. Da liegt schon wieder ein Viech mit Sattel. Könnte schon wieder einer von uns sein. Wäre ganz leicht möglich, weil die sind irgendwie rund um die Map verteilt. Ich bin jetzt draufgekommen, dass unsere Tiere, also von Stamm Dark Force, rund um die Map verteilt sind. Speziell die Wassertiere. Weil, wie schon vorhin erwähnt, der Stefan, der lebt jetzt hier. Der wird zum Fischen. Und deshalb sind auch überall unsere Wassertiere. Weil wir überall irgendwo im Wasser sind. Jetzt hatte ich auch ein Foto von Cloud bekommen. Sorry, da steht ein Quetz. Und ich war gerade in der Party drin mit den Jungs und sagte ich, hey Leute, da steht ein Quetz an der Position. Und sie, ja, ich bin da gerade im Wasser. Danke. Die leben da. Aber cool. Aber was nicht so cool ist, irgendwie, da unten ist ja auch eine Höhle, ne? Liebe Freunde von Dark Force, diese Höhle wäre dann auch noch ein Ziel. Vielleicht. Mal schauen, ne? Die Höhlentouren, die machen jetzt schon Spaß. Also, überhaupt wenn du mehr Leute bist. Weil alleine ist schon schwer. Wenn da stirbst, dann. Uah, es ist ekelhaft. Es ist wirklich ekelhaft. Aber so mit mehr Leuten macht es richtig Bock. Und ja, macht richtig Laune. Ich finde es einfach nur geil. Aber ja, werden wir sicher wieder in Zukunft machen. Aber unbedingt, dass das Gespräch dabei ist. Unbedingt, ich muss das zusammenbringen, denn hey, glaubt mir, ihr hättet euch in die Hosen gemacht, bei dem, was wir so gequatscht haben. Es war einfach richtig abartig, weil als dann immer noch mehr von den Dingern kamen, ja, ich wusste ja gar nicht mehr, wie ich schießen sollte vor lauter Lachen. Okay, das war meins. Danke. Und ja. Ja, gibt's Besseres, aber nehmt auf jeden Fall mit. Ich habe ja gar nicht meine Rüstung, ne? Ich bin ja nackt schon wieder. Und ihr fragt euch, warum ich immer nackt bin. Hey, sobald ich Rüstung anhab, killt mich irgendwas. Ich weiß nicht warum. Hey, irgendwie kommt mir das vor, dass sobald ich Rüstung anhab, dass ich unvorsichtig werde. Sobald ich Rüstung anziehe, scheiße ich mir nichts mehr und bam, 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 bam und tot, ne? So irgendwie. Was war das für ein Dino da hinten unterm Baum? Okay, du tust mir nichts und da ist ein Drop. Und zwar ein guter. Ah, okay, der ist so bunt oder ist das weiß? Ich weiß es nicht. Mir egal, ich jumpe mal rein. Dark Force Style, ja. Es war richtig Dark Force Style. Es war, ja. Ja, ihr habt es eh. Die meisten haben es eh gesehen. Ah, schnell mal looten. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, was nicht so cool ist. Nee, verpiss dich jetzt. Ich will ja da looten. Bist so ein Scheiß. Ich sehe es schon. Ich bin doch gleich wieder tot, oder? Luft, Luft, Luft. Ja, spring nur raus. Komm. Komm doch ein bisschen an Land.
Du Idiot. Wahnsinn. Ja, bei uns die Babys, die sind auf einmal weg. Einfach so. Nicht, dass irgendwo in der Stammesverwaltung drinstehen würde, dass der irgendwie gestorben wäre oder verhungert wäre oder irgendwo eine Leiche liegt oder so. Die sind einfach weg. Haben eigentlich reichlich an Essen. Weg. Und das ist jetzt schon mit, ich glaube, 3 Rexen und 6 Alus oder so passiert. Das ist nicht so schön. Das ist wirklich. Aber ist egal. Auf jeden Fall. Danke fürs Reinschauen. Und jo. Das bedeutet, wir machen in Zukunft noch ein paar Höhlensachen und irgendwann wollen wir auch mal einen Endboss klatschen. Zumindest mal probieren. Aber wenn das so gut funktioniert wie mit den Höhlen, dann bin ich da eher zuversichtlich. Ich wünsche euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal, euer Sari. Ciao, ciao.